In der letzten Episode. Tja, dann horchen wir mal, wann der Blizzard vorbei ist. Okay, anscheinend jetzt. Ach so, ich hätte übrigens die... Ja, genau, richtig, der dreidimensionale. Die Fackeln zerlegen. Oh, ja, natürlich, klar. Na, auf jeden Fall. Der Blizzard hat den Nebel herangeweht. Wird immer aggressiver, der heranwehende Nebel. Meine Fresse. Ach so, er geht schon wieder zurück, echt. Was macht er denn da? Ist er bekloppt oder was? Oh, ich wollte mal hochsteigen. Wahrscheinlich ist der Bär jetzt da. Und wir sind auch überladen, echt? Oh ja, und zwar ordentlich. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 394. Sie ist ganz außer Atem und mittelkalt, sag ich mal. Okay, dann warte dich erst mal komplett warm. Wir waren eigentlich auf der Suche nach dem Bären tatsächlich. Was haben wir denn eigentlich wieder alles an Gewicht bei uns? Das ist wieder, so will ich eigentlich nach 44 Stöcke. Gut, dann müsste man eventuell nochmal zur Eisfischerhütte gehen. Was sagt die Kleidung? Könnte so langsam mal eine Aufmöbelung vertragen. Ja gut, wir haben zwei Bögen dabei. Wobei, den würde ich jetzt gerne erstmal ablegen, weil der 31%, ich bin mir relativ sicher, dass der noch eine Weile mitmacht. Wir haben den nur schon mal dabei. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert... Hallo? Ich würde gerne irgendwo einen Bogen ablegen. Heute noch, ne? Warum? Zu nah an einem anderen Objekt? Lass ihn halt da liegen, was weiß ich. Warum kann man den nicht einfach auf den Boden legen? Na gut. Ist ja auch egal. Ansonsten, ja gut, 1000 Angelsets, aber das ist halt auch nicht das Gewicht. Gut, wir haben sehr viele Pfeile dabei, aber die Stöcke sind eigentlich so das Problem. Plus die 21 Stoff. Na gut. Gut, ich würde sagen, der Bär war deutlich zu hören. Ernsthaft. Hat natürlich auch den Vorteil. Ich gehe nochmal rein. Mich interessiert nämlich vor allem mal eines. Ob man das Geräusch nochmal hört, wenn man die Hütte verlässt. Zumindest das Geräusch hört man, wenn man die Hütte verlässt, ja. Tja, ich gehe einfach weiter rückwärts. Irgendwann musst du dich auf mich einlassen. Tja, Junge. Gut, das Bärengeräusch war nicht nochmal zu hören. Das da drüben ist die Leiche. Bitte was? Aha. Ich sag mal interessant. Der liegt direkt vor der Tür. Gut, hier sieht man noch die Fußspur aus der letzten Folge. Super. Der ist also wieder zurückgekommen. Also ist das tatsächlich eigentlich... Wie kalt ist denn das? Echt nur minus 5 Grad? Gut, aber sie braucht 2 Stunden. 2 Stunden bei minus 5 Grad dürfte relativ kalt sein. Also machen wir ein Feuerchen. Wir brauchen aber kein so heißes. Dazu brauchen wir leider ein Streichholz und einen Rohrkolben. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber wir nehmen ihn. Okay, dann hat sich das schneller erübrigt, als ich gedacht habe. Wir haben jetzt wieder Wolf und Bär, so das Übliche halt. In der Mangel. So, das ist ein Outdoor-Feuer. So, das müsste eigentlich schon reichen. Na komm, wir sind nicht so geizig. Wir haben einfach noch ein paar Stöcke rein, sicher ist sicher. Okay, alles klar. Das Beil ist gefragt. Ja, gut, du kannst wieder was essen und trinken, aber das kommt alles noch. Gut, super, das hat gut funktioniert. Warte mal, schnapp dir erstmal. Oh, die ist sogar relativ gut. Die ist sogar relativ gut. Okay, dann renn erstmal. Wir sind immer noch relativ schwer wegen der nicht mehr ganz 40 Stöcke mit der Fackel jetzt wieder. Dann starten wir da drüben gleich mal. Bin ich auch froh, dass das Feuer stabil blieb, dank des Nebels. Dann kannst du hier schon mal anwerfen. Dann haben wir nämlich hier schon mal ein Feuerchen. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, alles klar.
100%. Ja, nicht schlecht. Super, dann haben wir wieder einen Bären. Der war natürlich jetzt nicht unbedingt... Ja, haben schon Feuer. Der war natürlich jetzt nicht unbedingt benötigt oder gewünscht, aber ja, wenn er vorbeikommt... Ich sag mal, das war Selbstverteidigung. Ja, nicht schlecht. Ah, da drüben ist auch noch einer, okay. Ein Wolf, der wird doch gleich kommen. Achso, das ist die Leiche. Hey Junge. Willst du nachher kommen? Oder ja, will jetzt kommen, okay. Dann gehen wir erstmal zur Hütte zurück, weil dann müssen wir für den zumindest nicht so weit laufen. Okay, nur gucken. Sicherheitshalber. Ja, Junge, komm her. Schön. Hat ja gut funktioniert. War nur eine leichte Prellung. Irgendjemand hat wieder Zahnfleischbluten. Da ist er wieder ganz entspannt. Der wird gleich wiederkommen. Oh, geh runter von mir. Oh, ja, die Sonne geht bald unter. Hm? Wird bald kälter. Na gut. Ja, für all die, das live gucken, nochmal der Hinweis. Ich werde das schon gestern im Schleicher gesagt haben. Ich muss das zwar noch aufnehmen, aber ich habe mir das schon gemerkt. Und zwar hat mich eine Zuschauerin, ich nehme jetzt eine Rin, will jetzt nicht kein falsches Geschlecht hineindeuten. Oh ja, weg mit der Fackel. Gefragt bezüglich dieses Halloween-Events, was ja heute startet. Also theoretisch soll das eigentlich schon längst draußen sein. Ob man zumindest nicht das mal Ganze mal anstreamen könnte. Weil ich meine, vier Tage, wenn das jetzt so bei vier Tage Nacht war, das halt super einfach, weil dann konnte ich meiner Frau sagen, hier, hör zu. Achso. Sind vier Tage, wo es halt ein bisschen länger wird. Entweder du schläfst auf der Couch oder gehst halt später ins Bett. Das ist dann eher absehbar, als dass ich sage, ja, ich habe keine Ahnung. Zwei Wochen halt. Und da wurde vorgeschlagen, ob man nicht wenigstens einen Abend das macht. Und das ist eine super Idee gewesen. 10 Damen und 10 Bären. Ja, das stimmt. Achso, ich guck hier rein. Das ist schneller. 315, Leute. Du Schande. 65 Tage später. Ja, das ist eine super Idee, das so zu machen, dass man einfach sagt, man zockt das halt an, guckt halt, macht sich mal vertraut mit der ganzen Systematik. Und dann kommt das halt dann am Mittwoch. 2, 4, 6, 8. Achso, ich sollte die... Warte mal, wir machen das erstmal anders. Ich hole erstmal die... Wir holen erstmal hier das Fleisch raus. Ja. Ja, das heißt heute, wenn ihr das live guckt, heute Abend, ich werde auch noch ein ganz kurzes Status-Update noch machen, weil das ist tatsächlich, ich denke, so relevant, dass das tatsächlich Sinn macht. Euch kurz darauf hinweisen. Mal gucken, wer da wieder kommt. Ja, stimmt, da war ja was. Er ist dein Kollege, Junge. Wunderschön. Danke. Ach komm, leg's rein. Wie bitte, was? Das Feuer ist aus? Ach so. Warte mal, ist das da hinten noch an? Ja, weil ich nur einen Stock drauf gemacht habe, ich Idiot. Ich habe die Stöcke wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Vor lauter Gelaber habe ich wieder vergessen, Holz nachzulegen. Na, wunderschön. Okay, haben wir irgendwo leer? Nee, durchsucht. Okay. Dann gib mir den Steinhaufen und schmeiß halt... Die Stöcke halt hier rein. Danke. Ja, ich denke mal so 18 Uhr, 17:30, 18 Uhr wird es losgehen. Das heißt, sind zum selben Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt. Gut.
Ja, dann mache ich 18 Uhr. Und, ja, dann streamen wir halt so 2, 2,5 Stunden, vielleicht 3 Stunden, mal gucken. Eine Frau hat am... Ach, sie ist aus, Mist. Na ja, gut, das war jetzt dumm. War echt so schwer. Na gut, dann dauert das einen Moment. Da das Feuer sowieso aus ist. Dann gucken wir uns das an, wie das läuft und vor allem, was die Voraussetzungen sind. Dann kommt das Mittwoch in der folgenden Woche. Ja, ich mach den Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ich dann am Dienstag schon schaffe. Ja, eigentlich müsste ich schaffen. Wenn ich mir überlege, wann ich das hochlade und plane. Ja, dann geht das Dienstag schon los. Genau, mache ich das so. Dann geht das Dienstag schon los. Das Event. Ich gucke halt mal, wie lange das auf dem Kanal ist. Hängt ja davon ab, dass man halt die Ziele schafft. Je nachdem, wie viel wir halt in dem Stream dann schon schaffen. Ich weiß halt nicht, was die Ziele für die Abzeichen sind. Ob man da wieder mehrere Tage reinschauen muss. Kann ja sein, dass sie wieder sowas Ähnliches machen, dass man halt sagt, dass sie halt sagen, du musst halt das mindestens in den 2 Wochen mindestens 4-mal spielen oder so. Das kann ja durchaus sein. Naja, gut. Okay, meine Gute, wir sind viel zu schwer. Das heißt, halt, stehen bleiben. 3. Was legt man denn da? Das ist alles Wasser, oder? Ein Hauch davon. Vergammelte Regenbogenforelle. Okay, das klingt ja doch ganz lecker. Das ist sowieso relativ viel Hunger. Da müssten die doch eigentlich reinpassen. Ist ja auch nicht so viel, sind ja gerade nur 2,5 Kilo Fisch. Mein Hallo. Kennt ihr selber? 2,5 Kilo Fisch? Das kriegt man auf einem nicht ganz leeren Magen locker rein. Hilfe. Uff. Das war jetzt eine Forelle. Die gibt es ja auch. Gibt ja diese Räucherforellen. Im Discounter kaufe ich mir die immer. Wir haben ja Netto hier direkt vor der Tür. Ach, hier sind auch noch Stöcke drin. 98. Och, hier ist ein 10 Liter Wasser drin. Und hier auch. Hilfe. Ich habe hier gar nichts zum Ablegen. Okay. Und da gibt es immer diese Forellen. Das sind 150 Gramm drin. Das sind immer so 2 Hälften. Also eine Forelle quasi. Gut, das ist jetzt keine Regenbogenforelle natürlich. Das ist mir schon klar. Und da fehlt natürlich alles. Also das ist ja wirklich nur das Filet. Keine Haut, keine Gräten, kein Kopf. Hier ist natürlich auch nur noch der Kopf dran. Die Haut vielleicht noch. Hab ich schon mal I hate gesagt? I hate you, I hate you. Regal, echt? Was kann man hier machen? Wie bitte was? Was ist das für ein Regal? Achso, das ist so ein Regal. Gerade gedacht, was kann das für ein Regal sein? Okay, was wir auf keinen Fall brauchen, ist die Kohle. Das ist klar. Auch die 2 Brandbeschleuniger. Und den Feuerstahl und die Lupe. Die brauchen wir jetzt nachts auch nicht. Okay, Birkenrittentees. Wenn, dann brauchen wir einen. Ich sag mal, sollte das schief laufen, sind wir ja relativ schnell in der Hütte. Falls wir noch mehr brauchen als 2. Was ich mir nicht vorstellen kann, ich denke, wir brauchen nicht mal 1. Ja, die Kleidung. Das ist halt... Okay, das Wasser fliegt raus. 1/2 Kilo. Na ja, gut, okay, es hilft halt nichts. Ich muss ein bisschen was rausschmeißen. 250 Gramm da immerhin. Wir brauchen jetzt kein Brecheisen, keine Säge. Wir brauchen den Schlafsack nicht. Oh ja, der kaputte Pfeil. Die Fackel nehmen wir noch auseinander. Wir lassen jetzt den Hammer da. Die Dose brauchen wir jetzt auch nicht. Die Dose brauchen wir nicht. Ja, eigentlich brauchen wir weder Beil noch Messer. Das Messerchen behalte ich mal zur Verteidigung. Dann verteidigen wir uns zur Not mit dem Messerchen. Und hier legen wir allen Stoff ab, dass wir mal ein bisschen was tragen können. In der Zeit wird es finster. Ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. An Dingen.
wie das Ganze umgesetzt ist. Ja, super, dann machen wir 3. Jetzt ist natürlich die Frage, kam der Bär jetzt zurück in der Pause, oder? Was ich mir nicht vorstellen kann, weil im Prinzip... Na doch, wir haben schon ein bisschen gewartet. Ich hatte ja noch vermutet in der letzten Folge, dass er in die Richtung stiefelt, aber... Das wollte ich ja noch abgehen, aber anscheinend ist er zurückgekommen. Naja, umso besser. Ja, der Wolf da vorne natürlich hat ja auch noch sein Fleisch. Das holen wir dann auch noch raus. Hä? Der Wolf liegt woanders, ernsthaft? Hat das Spiel den Wolf umplatziert. Mitten ins Fleisch gelegt, na wunderschön. Das ist ja schön. Ja, ich habe jetzt mir die, weil es mich halt doch jetzt gewundert hat, was hier alles für Dinge sind. In dieser Region. Ich habe mal diese alten. Das ist auch erst 4 Monate her, dass wir in der Küstenstraße mit der Dame waren. Und wir waren damals in der Küstenstraße, als diese furchtlose Navigator-Update erschien. Das heißt, wir haben sogar diese Sprühfarbe hier mit ihr entdeckt. Und wir haben ja auf der Karte gesehen, hier dieses Zeichen zum Beispiel. Werkzeug, wo ich mich gefragt habe, wieso ist da Werkzeug? Ja, wir hatten damals auch einen Wolf erlegt da draußen. Und ich wollte ihn eigentlich markieren. Und habe dann aus Versehen die Maustaste schon gedrückt gehabt, als wir Werkzeug ausgewählt haben. Deswegen ist das Zeichen jetzt dort. Theoretisch müsste das sogar noch zu sehen sein. Auf dem Eis. Ich glaube, das ist hinter dem Steg, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können ja mal gucken. Ja, und die Dosen auf der Werkbank, die habe ich einfach nur so abgestellt, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich mit den Dosen will. Ja, ist ein Traum. Definitiv. Wie spät ist es? Ah ja, schon 7 Uhr abends. Kommt so langsam in meine Richtung. Okay. Und zwar... Na gut, man sieht das halt nicht. Nee, eigentlich ist das sogar relativ nah dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mach das mal ein bisschen an oberen Bildschirmrand. Damit man das halt eher sieht. Das ist natürlich jetzt etwas dunkel. Das ist schon richtig. Normalerweise sieht man die Zeichen ja schon von eher nah. Aber ich sehe das nicht. Also es kann ja eigentlich nicht so weit weg sein, wenn ich das sehe. Wobei, naja gut, der Steinhaufen ist da schon quasi an der Straße eingezeichnet. Bei der Hütte da halt. Dann ist das doch hinter dem Wall. Ja, wir gehen gleich ans Feuerchen. Also wir müssen es halt leider nochmal anmachen. Naja gut. Wenn man halt vergesslich ist, dann mangelt es halt dafür an Streichhölzern. Also wenn es an Gehirn mangelt, mangelt es auch an Streichhölzern, okay. Also ich sehe nichts. Müssen wir bei Tag suchen, vielleicht sieht man das da eher. Genau, es wird auch dichter Nebel gerade. Glaube ich zumindest. Oder? Da ist wieder nur der Eindruck. Ja, nee, ist normal. Okay. Gut, meine Gute. Dann müssen wir leider das Feuer nochmal anmachen. Achso, ich habe die Stöcke abgelegt. Kann das sein? Habe ich die abgelegt oder habe ich die nicht abgelegt? Ja. Gut, dann gib mir mal alle. Echt keine Beschwerde. Achso, da haben wir nichts. Haben wir da was gebunkert in die Richtung? Ja, tatsächlich. Gut, muss man ja auch mal verwenden. Damit es weniger wird. Ja,
Dann geben es Gas. Und da machen wir jetzt gleich schön warm. Das sollte ja relativ schnell gehen. Mach mal 4 Stunden erstmal durch. Okay. Warte mal, wie lang braucht das? 41 Minuten. Also haben wir, heißt, wir haben 2 mal 41 Minuten. Ja, du, nimm das mit der Hand raus. Wir machen jetzt erstmal Wasser. Auch wenn wir das nicht brauchen, aber jetzt ist es halt auf dem Hof. Naja. 9 Minuten bis zum Siedepunkt. Okay, da können wir ja schon mal beginnen. Gerade mal schauen, was macht denn. Es beginnt zu schneien, okay. Das ist zu finster. Okay, inzwischen bist du warm. Dann hol das mal raus, aber bitte mit dem Messerchen. Ja. Dann passt das Messerchen. Ah, ist ganz schön finster, alter Schwede. Wolf liegt hier. Zumindest geschmackloser Wolf. 5 Minuten bis zum Garpunkt, sehr schön. Und wie ist der Bär? Ach nee, wir haben Wolf gegart, okay. Deswegen hat es reingepasst. Schwitzel die Schmatz. Ja, du brauchst jetzt aber noch kein Wasser. Wir machen das mit der Hand, bitte. Wir haben genug Zeit, das ist kein Problem. Ja. Das ist wirklich kein Problem. Das einzige Problem ist sein Auge, aber naja. Ein Stück, ein Stück. Aber wieder hart am Limit, hm? Naja. Da bin ich immer gespannt. Das gibt wahrscheinlich einen Blizzard. Okay. Selbes Prozedere. Wieder 4,5 Stunden. Alter, das ist zu viel. Nee, falsch. Wir müssen einfach weniger machen. Gib mir mal 3 Kilo. Ich glaube, 3 Kilo müsste genau passen, ja. Gut, alles klar. So, einmal. Und einmal. Okay. Nächster Sack. Nee, derselbe nochmal. Ah, ist schon Mitternacht. Krass. Ich muss aber nach dem Feuer gucken, wenn das schon wieder so lange dauert hier. 2 Stunden haben wir noch, okay. Alles klar. Gut. Genau, so sollte das sein. Ja, falls sich das Wetter nochmal beruhigen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ja, der Nebel ist ja gerade erst vorbei. Hä? Okay. Dann, mach mal das Feuerchen draußen an. Momentan ist es halt wegen dem Wind nicht so günstig. Ja, jetzt ist der Schnee weg, aber wir haben immer noch Wind. Nebel leider nicht in dem Fall. Sonst bin ich schon froh, dass kein Nebel da ist. Du hast übrigens Durst. Dann Becher mal. Halt, falsch. So, wo ist es richtig? Ist leider zugig draußen. Okay, alles raus. Alles klar. Ja, das wird wahrscheinlich voll durch den nächsten Tag auch gehen. Dann ziehen wir das gleich hoch. Und froh sein, wenn wir abends fertig sind. Fürchte ich ja fast schon. Eins rein und dann 2 raus, genau. Legt zum Glück die richtigen raus. Na, wir kämpfen uns hier durch. Der war nicht ganz klein. Echt? Nee, lass mal schön offen. Wir brauchen die noch. Ofen checken. Wichtig. Ah, jetzt ist sogar sternenklar. Das gucken wir uns gleich an. Okay, dann nimmt ihr schon mal eins. Ah ja. Nee, gut, du hast wieder Probleme mit deiner Atemwolke. Ist das noch von dem Blut hier?
45 Minuten. Oh nein, der Hunger. Ja, die Zeit geht hier rum wie nix. Halt, kein Kaffee drauf. Der Wind kommt hier direkt rein. Zum Glück macht uns das nix. Ja, ja, ja. Deine Bedürfnisse sind groß. Dann haben wir immer noch einen Sack stehen. So, 2 Minuten, 1 Minute. Man sieht aber noch nicht die Sonne, okay. Komm, mach das mal fertig. So, dann hier das mal abkochen. Echt, und das hält dann 54 Minuten, ist ja lustig. Ah, cool. Okay. Ja, die Säcke sind zum Glück ziemlich genau 5 Kilo. Ach so, falsch. Das muss reichen. Ja, genau. Ach so, falsch. Warte mal. 1, 2, 3 raus und das kommt da raus. Ja, jetzt wird es schon Tag. Leider noch sehr viel Wind. Naja, Food und Wasser auch. Entschuldigung, nein, drin mit dem Bogen weg, komm. Okay, dann zerleg mal die 2 Fackeln. Die eine. Ja, jetzt wird es schon hell. Und wir sind noch richtig im Verzug. Wenn wir ja keinen Nebel bekommen, dann wird das aber nochmal eine lange Nacht wahrscheinlich. Vermutlich fast. Okay. Vergammelter Silberlachs. Und wie viel ist das? 18,85. Das müsst ihr sogar reinbekommen. Ja. Das Lustige ist, der Lachs ist nicht mal so salzig wie eine Forelle. Okay, jetzt ist ja Tag. Sag ich mal. Sieht man da die Markierung oder nicht? Oder ist sie auf dem Eis dann verschwunden? Also normalerweise ist sie ja schon relativ weit sichtbar. Eigentlich auf der Höhe von der... Na gut, wahrscheinlich ist es dahinter. Achso, wir können nicht rennen, weil wir total im Eimer sind. Ist es dann noch hinter dem Wald, da wo der Hirsch ist? Das könnte fast sein. Ach, tatsächlich. Da lag der Wolf. Gut, meine Gute. Zurück zum Ernst des Lebens. Ich finde es immer lustig, wenn man nach oben guckt, also wenn man genau vertikal nach oben guckt. Das ist natürlich in Realität ein bisschen schwieriger zu treffen als im Spiel. Man geht vorwärts, bewegt sich ja das Universum gar nicht, weil man einfach so im Vergleich zum Universum so im Miniaturbereich vorwärts kommt. Es ist ja tatsächlich windstill, aber ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig reicht. Es kann durchaus sein, dass dann hier halt demnächst ein Sturm losgeht. Und dann stehst du halt hier. Das Fleisch auf dem Grill, aber der Grill ist aus. Leider schon. Wahrscheinlich sollten wir zwischendurch mal eine Stunde schlafen, finde ich fast. Ja, der Schlafsack ist aber drin. Nur, dass wir da nicht zu viele Prozente verlieren. Gut, momentan bleibt es hier noch wolfsfrei, sehr schön. Ja, da haben sich auch die Texturen verändert in diesem Update, das ist echt lustig. Haben sich einige Texturen geändert. Da hinten ist der Schlafsack. Den haben wir jetzt schon repariert, oder? Ne, haben wir noch nicht, okay. Achso, wir wollten noch warten. Dass der noch weiter zerfällt. Ja, wenn man dann noch ein Prozent rausholen kann, warum nicht?
ist denn die Windkühle? Minus 9 Grad, weil ich würde das schon gern versuchen. Wir müssen da ja, können das ja vielleicht auf kurzem Feuer halten. Weil das dauert sonst einfach viel zu lang. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen. Hallo? Achso, wie lange dauert denn das noch? Ja, dann macht das erstmal fertig, komm. Dass wir da einfach die Prozente im Griff behalten. Ja, man müsste eine Dreiviertelstunde schlafen können. Sagt der Wind. Ja, jetzt ist er schon stärker. Kommt zwar aus der Richtung, aber ist jetzt halt da. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Man hört den ja auch deutlich inzwischen schon. Aber auf der anderen Seite bricht er mir ja kein Zacken aus der Krone, wenn man das versucht. Achso, der ist übrigens auch schon fast down. Ich hätte gern Schublade, oder? Danke. Holzkohle, nee, die braucht man ja nicht. So, dann machst du hier Feuerchen und dann guck mal, dass man das gerade nur so lang immer köcheln lassen, wie das Fleisch braucht. Bräuchten hier mehr Töpfe. Ich glaube, wir haben hier nicht so wahnsinnig viele gefunden. Hallo? Ablegen. Tatsächlich eine ganze Stunde. Okay, das müsste also so passen. Gut. So, dies wird dauern. Muss ja echt ein bisschen zu was kommen hier. 15 Minuten, okay. Ich komme nicht ran. Warte mal. Zu nah, ich weiß. Einmal und noch einmal. So. Alles klar. Nee, komm, wir machen erstmal den Bären. Ja, ich weiß, hier draußen ist ein bisschen kälter, aber das macht nichts. Und wieder hochziehen. Komm, lauf. Ja, das Auge ist halt schon wieder rot. Hm. Okay, 34 Minuten und 42. Ja, wir kommen jetzt fast in den Gleichtakt. Okay. Eins, komm. Hallo? Wo ist das Problem? Ich sehe das Problem nicht. Aber das hält sich zum Glück mit dem Wind. Gut. Weil da sieht man da nicht ganz die dreifache Kochleistung, aber vielleicht die zweieinhalbfache. Das bringt es dann halt schon. Na komm. Achso, 9 Minuten, nur echt. Gut. Zweimal hier. Ja, wenn er da nicht 100% präzise ist, ist halt. Man muss halt auch ein bisschen präziser arbeiten. Gut. Wie sieht's hier aus? 3,44. Trotzdem knapp mit heute Abend, meine Gute. Trotzdem. Ah, jetzt beginnt der Schneefall. Gut. Aber dann kriegt man das hin. Wir das hier. 32, alles klar. So, ja, das ist. Ich bin echt erstaunt, wie das funktioniert. Nee. Leider nicht so. I need some water.
Ah, echt, du hast auch Durst, okay. Da bin ich mal gespannt. Das funktioniert. Hier bin ich aber gespannt, so, das reicht. 45. 43. 1, 2. Das sieht hier schwer nach Blizzard aus. Okay. Das dürfte wahrscheinlich das letzte Mal sein. So. Der Wolf, bitte. Nee, das ist Wolf. Moment. Ja, das ist eigentlich anderer Wolf. Das ist doch egal. Einfach alles auf den Wolf schmeißen. So, wie sieht das hier aus? Na? 16 Minuten, alles klar. Na? Danke. Das war der letzte Bär. Kriegt man da noch zwei Stücke Wolf hin? Das wäre super. Na? Ablegen, bitte. Ja. 48. Ja, dann reicht das. Klar. Achso. Gut. Was sagt der Ofen? Der Ofen geht noch. Gut. Halt falsch, das ist jetzt alles Wolf. Mit dem Bären sind wir fertig. 27. 13. 8 Minuten, echt? Dann immer kleiner die Stücke. Ah. Sieht's aus? 6 Minuten. Komm. Hallo. Hallo. Das ist halt eine Minute. Das dauert halt auch in echt eine Minute. Wie sieht das hier aus? Theoretisch, wenn wir das nochmal machen, wenn wir das nochmal einmal schaffen, das wäre der Hammer, wenn das den ganzen Tag funktioniert. Und tatsächlich 48 Minuten. Ja, das sollte eigentlich so funktionieren. Dann machst du ja noch einen halben Liter. Und wie sieht's aus? 6 Minuten. Ah, das funktioniert hervorragend. Geil. Okay, dann schnapp dir gleich mal ein. Hast ja auch gleich ein kleines Stück geschnappt. Sehr schön. Das reicht für heute Nacht. Okay, dann entfackeln wir noch schnell den Ofen. Hm, nachdem wir den Bärensaft-Schlafsack eingesackt haben. Das ist, glaube ich, unser Topf. Komm, schneller. Ah. Ja, wo geht's denn hier? Hallo? So, das war's, oder? Ja. Alles klar. Ja, 10 Stunden, 2 Stunden, das sieht doch gut aus. Kriegt man die Prozent auch relativ gut wieder zusammen. Ist natürlich schwieriger, wenn du da halt auch ein Feuer außen hast, das dann daneben noch zu schlafen. Aber ich habe das Gefühl, der Xadas hatte recht. Ich glaube, der Xadas war das, der mir das gemeint hatte, dass der Wind bevorzugt aus der Richtung kommt, in die man guckt. Und da wir... wie cool. Da wir die meiste Zeit... ja, in Richtung des Ofens geguckt haben und sozusagen das Lagerfeuer in unserem Rücken war, konnte das halt in der Zeit, halt im Windschatten, vor sich hin arbeiten. Ah, wir haben Aurora. Na gut. Ja, in der nächsten Folge, wir schlafen hier noch fertig, dafür reicht das bisschen Getränk auch, wir müssen ja nur noch 2 Stunden pennen. Wobei, das reicht nicht. Alles klar. Nee, es reicht nicht, weil wenn du 6 Stunden... Nee, doch, eigentlich hätte es gereicht, okay. Na gut. Ja, also in der nächsten Folge, wir schlafen weiter. Wir gehen jetzt nur raus hier, um das auch anzugucken. Und, ich glaube, wir waren eigentlich auf der Durchsuchung nach Dingen. Wir sind aber in diese Region gekommen, als wir schon nach Sprühdosen gesucht hatten. Und diese Autobatterien-Geschichte, und das ist gut, dass ich da nochmal reingeschaut habe, die gab es damals schon. Ich war jetzt aber noch nicht so weit, um zu gucken, wie es im Ort der Trostlosigkeit aussieht. Ich denke aber, dass wir dort auch waren. Das kann man wahrscheinlich rausfinden, indem man versucht, mal die Hibernia zu finden. Schön, dass die Hälfte Nummer 3 ist. Ha,
haben wir dort Sprühdosen? Zwei Dosen, Federn, Altmetall, TCG, Holzstreichhölzer. Hier steht halt nichts von Sprühdosen da. Deswegen weiß ich nicht. Moment. Ich kann noch mal in die Tage schauen. Ich habe noch mehrere Möglichkeiten, danach zu schauen. Warte mal, wir sind... Genau, das ist hier dann... Hier haben wir den Bären geschossen. Da sind wir aus dem idyllischen Tal gekommen. Ja. Bitte weiter scrollen. Ort der Trostlosigkeit, okay. Dann macht das eigentlich relativ wenig Sinn, da nochmal hinzugehen, weil wir dann schon alles abgesucht haben. Tja, dann muss ich mir mal überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Sehr schön, danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.